pipapo und ich weiß nicht, ich bin gerade irgendwie so richtig unmotiviert. Hi. Hi, Flo. Ollis 1.12 Server, ja genau, das war das. Entschuldigung. Ah! Was denn? Mein Handy hat vibriert. Wenn jetzt da steht, du bist live gegangen, ja, dann weiß ich, wieso es vibriert hat. Zweimal sogar, weil Twitter gleichzeitig gekommen ist, Alter. Die fucking mich. Ja, ich sag dir. Refresh. Fuck, dude. Okay, ich bin gerade irgendwie. Ich will es nicht. Wer will es? Okay. Sind geistig abwesend? Ein bisschen. Räuchte 3B-Joints game. Also sag mal so, ich durch den ganzen Umzug und so und das zurzeit ist alles ein bisschen meh. Ich meine, wenn das Video hier rauskommt, ist der Umzug schon schon längst hinter sich gebracht worden, aber trotzdem. Die Decke habe ich jetzt auch fertig gemacht. So, ich wollte den Weg überarbeiten, den du gemacht hast. Also sagen wir so, nicht den Weg selbst, sondern die Kanten. Und vielleicht die Stiegen da ein bisschen reinsetzen, die du gemacht hast in den Hügel. Wieso? Der runter geht zu dem Haus, weil die stehen, die hast du aufgeschüttet, ja, an ja. Erde und dann da drauf gesetzt, ja, und jetzt steht da irgendwo die Stiege raus, ja. Das meine ich, das, Scheiß. Hier? Wie lange haben wir jetzt hier gespielt? War nicht 3 Wochen. Ja, so kommt's mir vor. Fuck, wo ist meine Erde? Da habe ich Holz. Ich habe eine eigene Erdekiste schon. Ja, ich habe hier auch schon eine eigene Erdekiste, aber ich weiß nicht mal in welcher. Ey, wenn du Kohle brauchst, sag Bescheid. Ich habe irgendwo so 20 Stapel oder so. Nee, ich habe doch keine Erde mehr. Achso, hast du sie gebraucht, um die Stiegen anzuschütten? Ja, genau. Ja, mach schon mal kein Ding. So. Immer Stein. Ach, dann bräuchte ich noch ein bisschen mehr von meinem Quarz. Genau. Und dann wollte ich schauen, ob ich nicht eine Schiene hochkriege zu meiner Hütte. Ich kann mich erinnern. Ich glaube zwar nicht, dass es sich ausgeht mit etwas unter einem Stapel Gold, aber man kann ja mal versuchen. Hi Dave! Hi Dave. Oh, jetzt weiß ich warum. Oh, scheiße. Schon wieder eine Weile her, dass wir live waren. Jetzt weiß ich, warum ich da keine. Gut, okay. Ich kann mich noch erinnern, das letzte Mal, wo wir live waren, haben wir noch gesagt, ja, Flo, ist ja mal Geburtstag. Mittlerweile jetzt schon fast eine Woche her, dass ich Geburtstag hatte. Wir haben aber an deinem Geburtstag gestreamt, oder? Nee. An meinem Geburtstag habe ich mich mit meiner Familie angesoffen und dann war ich hier nochmal komplett besoffen. Du hast ja gar keine Zeit mehr gehabt, die letzten Tage, die letzten Wochen. Gestreamt haben wir, ich glaube, die Woche vorher oder die Woche davor. Ja, nicht, da wo wir so angesoffen waren an dem Samstag. Ne, wir hatten dann auch nochmal an dem Mittwoch dran gestreamt. Warte mal. Ja. Oh, kann gut sein. Nein. I no remember that shit. Ach, das ist doch nicht. Minecraft. How to abbauen. Was ist ein Block? Kann ich ein Haus aus Dreck bauen? Eine Struktur. Was willst du denn jetzt mit der Struktur? Keine Ahnung. Ja, okay, ich glaube, hier ist eine Sandkiste. Mobtrops. Ganz viele Schaufeln. Hähnchen. Wie braten wir das mal? Quarzlabs. Stone Slabs. Ah, die sind hier. Gut. Ah ja, keine Ahnung, wie ich die Stiegen verbessern soll, Alter. Puh. Und hi Dave, wieder online. Juhu, sie sind wieder online. Ja, ich weiß nicht. Ich habe gerade irgendwie so ein Projekt für mich selber entdeckt. Was ich nie unbedingt streamen will. Deswegen spiele ich den. Ja, da kommt bald, also. Dave, nur mal kurz noch vorne rein. Übers Wochenende kommt auch kein Stream. Weil ich nicht weiß, wann. Also, was heißt, kommt kein, aber es kommt höchstwahrscheinlich kein Stream, weil wir umziehen. Morgen.
Und deswegen wollte ich heute jetzt nochmal streamen. Und dann würde ich dann auch mal wieder ein bisschen anfangen, ein bisschen was zu streamen und so weiter. Muss ja auch mal Destiny fertig kriegen. Und ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich machen soll. Kannst du mir helfen beim Stiegen umbauen, wenn der langweilig ist? Warum willst du eigentlich meine Stiegen umbauen? Die sind genauso gebaut wie deine. Nein, nicht, das geht nicht um die Stiege selbst. Es geht darum, dass du sie irgendwo so mitten schwebend hingemacht hast. Ich hatte Bock, irgendwie um den Berg zu bauen, wenn es geradeaus runter leichter geht. Nee, aber ich setze jetzt die Stiege in den Berg leicht rein und gradige dann den Berg leicht ab, weil ich krieg einen halben Herzinfarkt da. Und nicht, wenn du das irgendwo so halbwegs hinkriegst bis vor. Naja, obwohl es eigentlich. Mach das selber, Flo. Ich mach jetzt nur die Erde. Einfach gerade runter, passt schon, ist okay. Musst nicht irgendwas restaurieren. Nee, das machst du dann. Wenn du es unbedingt anders haben willst, dann mach deinen Scheiß alleine. Ja, tu ich das. Nee, wo war ich gerade stehen geblieben? Du ziehst um und deswegen weißt du nicht, ob du Internet hast. Ja, genau. Dann war dir langweilig und du wusstest nicht, was du tun sollst. Oder vielleicht nicht unbedingt langweilig, aber du wusstest zumindest nicht, was du tun sollst. Nee, ich hab gedacht, was mache ich denn jetzt eigentlich? Weil ich eigentlich dachte, ein bisschen meinen könnte ich ja. Das hat aber vorher schon offscreen gemacht. Ich meine, meine Ressourcen sind jetzt in meinem Haus. Wenn du da was haben willst, musst du immer hin und her gucken. Also musst du dann mit meinen nervigen Blicken zurechtkommen. Was hast du denn alles gemeint? Erzähle mal. War nicht. Ein paar Diamanten, aber nicht zu viel. Also ich bin jetzt im ein paar Bereich und nicht unbedingt im Stack-Bereich. Ja? Also ich habe nicht mal einen Stack eigentlich. Ich weiß nicht, ein paar Stapel Eisen, also 7, 8. 20 Stapel Kohle, weil die habe ich mit Fortune abgebaut, weil wieso nicht? Auf Lapis und auf Redstone. Immer so die Bereichsgröße. Ich habe nicht genug Schaufel dabei, das ist schön. Mach dann einfach eine Steinschaufel. Du musst doch mal ein paar Kobbel bei dir haben. Notfalls kannst du hier in abbauen und ein bisschen Holz wirst du auch haben, oder? Ich habe weder das eine noch das andere dabei. Da vorne steht irgendwo ein Baum. Jetzt zurück zu der kleinen Hütte und hoffe, dass da sowas findest. Di-di-di-di-di. Da geht auch noch die Landschaft abgegradigt. Chicken. Was so, und ist dort verschieden auch eine Kleinigkeit. Was? Oh, er hat mir was zum Geburtstag geschenkt. Schauen wir mal, was ist es? Du hast dein Geschenk bekommen. Habe ich das auf meiner Wishlist? Oh, Jesus Christ, zwei davon. Hä? Er hat mir zwei Dinger geschenkt. Ah. Danke, Dave. Ich habe mich jetzt etwas überrascht, dass man im Geschenkefenster nach unten scrollen kann, weißt du? So. Der Flo. Okay. Ein paar Informationen wären nicht schlecht. Ja, ich komme dazu. Ja, machen wir da Counter-Strike Condition Zero. Ja. Ja, Weil das hat nämlich eine Singleplayer-Kampagne, die wollte ich nämlich eigentlich irgendwann mal spielen, aber ich hatte es noch nicht. Du wolltest du einfach mal austesten, also. Ja, und dann haben wir da Pit People. Ah. Weißt du, das Spiel, was ich mit dir spielen wollte? Da kannst du ja mal austesten. Sehr nett, danke Dave. Dave ist immer ganz nett, das wisst ihr doch. CSCZ kommt auch auf die Liste mit Dingen, die ich spiele, sobald ich die Far Cry-Reihe soweit durch habe. Was wahrscheinlich irgendwann 2018 sein wird, so wie ich mich kenne. Ist das größte Problem sein wird? Nee. Ich weiß nicht, wie ich mein Zimmer einrichten soll. Also ich würde zumindest mal das Bett beziehen und einen Teppich einlegen. Dann hast du mit dem Echo schon mal kein Problem mehr. Ein Teppich ist schon drinne. Oder vielleicht nicht unbedingt, also ja gut, wenn ein Teppich drin ist, gut, aber Vorhänge sind, glaube ich, da auch eher gut für, wenn du hast. Flo, bei mir kommt so viel ins Zimmer rein, ich brauche, ich kein Echo, glaub mir. Ich glaube da nicht. Flo, es sind geplant, dass ich alte Regale von meinen Eltern kriege, damit ich da endlich mal meine ganzen Mangas mal draufstellen kann. Dann habe ich halt den großen Schrank, mein Tisch hier mit meinem Computer drauf.
Und, naja. Und dann eben halt noch ein paar Hängeschränke. Ich bin kein Freund von Hängeschränken, ich habe keinen. Ich habe einen Hängeschrank. Ich vertraue nichts, was nicht am Boden steht. Ich auch nicht, darum sage ich ja, ich will das Ding nicht mehr über meinen Kopf haben. Oh. Meine Schaufel sind alle. Damit kann ich identifizieren. Wenn ich mal mein Eisen rumliegen hier unten, Alter. Shit, ist clean geputzt. Wir haben auch kein Holz hier drin. Das sind nur ein paar Sticks hinten in der Verzaubererkiste gewesen. Oh, okay. Die habe ich gerade zufällig ins Bett gelegt. Freude machen. So Freude machen fällt. Ich stelle mir gerade vor, wie Dave so sitzt und irgendwo sich blöd einen abgrinst, weil ich so reagiere auf das Geschenk. Kack. Das ist doch schön. Doch schön, dass ihn das freut. Ich hab Schnupfen. Das freut mich. So. Bauen wir da eine schöne Stiege hin. Und Eisen haben wir auch keins mehr hier raus. Schaut. Warum stehen hier zwei Erdblöcke drinne? Keine Ahnung, die waren schon da, als ich aufgetaucht bin. Okay. Morgen war eingebildet, dass du vielleicht Erdblöcke eingesetzt hast, aber das ist damit wohl nicht der Fall. Kann Sinn, dass ich die irgendwann mal dahin gesetzt habe. Vielleicht waren Endermen unterwegs, die machen auch so einen Scheiß immer. So. Weißt du, da arbeitet man eine ganze Folge hier an der Treppe und dann sobald man wieder online kommt, muss man sie abreißen. Sorry, Mate. Nee, aber ich will wieder den jetzt ein bisschen mehr streamen. Das Problem ist eben halt, ich glaube, ich werde es aber in Zukunft dann mal so machen, wenn es neue Projekte gibt oder so weiter, ne? Die ich dann mal alleine aufnehmen will, wie jetzt zum Beispiel Hollow Knight, wie man den auch immer aussprechen möge. Ja, Hollow Knight, das hat schon perfekt. Naja, dass ich erstmal sehr gut und gerne sehr viele Folgen vorproduziere, wenn ich das Spiel sogar schon erstmal durchzucke, bevor ich es hochlade. Weil das erspart mir nämlich persönlich auch ein bisschen mehr Zeit, dann brauche ich mich bis hochladen und kann mich dann um anderes Zeug kümmern. Ohne dass ich dann denke, oh Gott, mir fehlen jetzt, ich müsste das Ding mal wieder aufnehmen, weil die Folgen jetzt langsam alle gehen. Wenn der nächste noch die Schule beginnt und so weiter, das, ich will es ja nicht wissen. Kenn ich. So hatte ich das mit, was war's? Ich glaube, das ist eine Metroid-Fangame, was da war und dieses Axiom Verge, glaube ich, das habe ich auch irgendwo in zwei Sitzungen gespielt und dann vielleicht drei Wochen hochgeladen oder so. Ja, aber Hollow Knight ist eben halt ein bisschen anders, Flo. Das ist ja nicht einfach bloß so ein Such- und Findespiel, das ist ja wirklich so eine Art von... Ich bin mich leicht beleidigt. Na guck mal, bei deins kannst du dann eben halt notfalls auch was zurechtschneiden, weil du eben halt was Bestimmtes suchst, um backzutracken, um eben halt da das gesuchte Ding einzusetzen, damit du da weiterkommst, um da was zu finden, dass du wieder zurücklaufen kannst und wieder was anderes wo einzusetzen. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob ich geschnitten habe, aber das ist so die Idee von den Spielen, ja. Ja, genau. Ich sag ja auch nicht dagegen. Ich habe ja auch hier das Fanmade von dem Metroid eben halt gespielt und fand's toll. Hey. Das Ding ist eben halt bloß bei Hollow Knight ist auch viel mit Backtracken zu tun. Es hat schon so irgendwo eine Art Metroidvania-Effekt, aber auch irgendwo ein Dark Souls, könnte man sagen, weil es sind starke viele Gegner. Hast du noch Slaps oder bin ich schon auf der Höhe? Ja, das ist schon die Höhe, lol. Ich hab noch Slaps, wenn du welche haben willst. Man, mir wär's schon lieber, ich würde gerne. Ja, aber die sind bei mir im Haus. Muss ich kurz warten. Ah, hol ich mal dann. Also, ist schwieriger, haben wir mehr skillbasiert auch, oder was? Ja, ja. Was heißt skillbasiert? Also, die ersten Gegner sind relativ einfach. Und ja, die ersten Gegner sind immer relativ einfach. Ja, zwischendurch kommen ja auch ein paar starke Gegner, wo du dann wirklich immer bloß schlagen, weglaufen, warten bis er geschlagen hat, ihn wieder schlagen, weglaufen, warten bis er geschlagen hat, ihn wieder schlagen, weißt du, so. Oh, das ist noch so auf dem Prinzip her.
Und manche Bosse sind, also die Bosse sind dann auch so ein bisschen kniffliger, aber es ist reines zum richtigen Zeitpunkt öfters mal draufschlagen und so weiter. Und eben halt ausweichen. Und dann kriegst du eben halt ein paar neue Fähigkeiten. Da haben wir mal eher so aus die Orient the Blind Forest. Darunter könnte man das eher definieren. Orient the Blind Forest wird von vielen noch als Metroidvania bezeichnet. Ja. Aber ich habe leider keine Ahnung, wie sich das Spiel so spielt, weil es auf meiner ewig langen Liste der Dinge ist, die ich nochmal anzocken muss, weil sie wichtig sind, aber irgendwo nie gemacht habe, weil ich vorne Sack bin. Man sieht es von Ori aus. Ja, mit Ori. Den wollte ich schon ewig mal zocken, aber ich bin mir selbst zuvor gewesen. Ich habe gehört, sie haben den zweiten Teil in der Arbeit. Ja, habe ich auch schon gesehen. Der Typ, der dieses Metroid Fangame gemacht hat, wurde als Level Designer angeheuert von den Leuten, die das zweite Game nochmal, also die zweite, für den zweiten Teil. Reden schwierig. Ja, für mich tun sein möge. Das wäre aber auch so ein Ding, was ich dann mal im Stream spielen würde. Orient the Blind Forest. Aber ich weiß, dass ich übelst oft verrecken werde. Hi. Hi, du wolltest Slaps haben, wa? Schon. Scheiße. Hast du welche gebracht, oder was? Ja, hier. Wow. Aber nicht. Fuck off. Genau in dem Moment fällst du runter. Das nennt sich pures Glück. Ja. Was hat das jetzt für einen Unterschied, Flo, wenn du jetzt die Treppe so machst oder die vorher anders ist? Na, jetzt ist sie nur mehr halb draußen, jetzt kann ich oben die Ecken etwas abgradigen und dann ein bisschen den Hügel anschütten und dann schaut das Ganze schon ganz okay aus. Wenn das komplett raussteht, muss ich die halbe fucking Landschaft einfüllen und das ist mir dann zu viel. Wenn du brauchst. Ich glaube, hier unten mache ich aber nicht nochmal eins tiefer, das ist mir zu... Brauchst du noch welche? Ich habe jetzt noch 5-6 Stacks bei mir im Inventar. Was, Erde? Ja. Ich meine, ich nehme sie gern und ich bringe dir dann halt die Hälfte, die noch übrig ist, wenn da was übrig ist. Ja, Esma ist da. Hi, Esma. Points, sagt der Esma. Hauptzug. Die kommt drin, sagt nicht mal hi, sondern einfach nur Points. Und dann erst hi. Sie hat gesagt, Mensch, der Olli und der Flo. Ja. Ich weiß nicht, ob das als Begrüßung zählt. Naja, ich habe schon sehr lange ja nicht gestreamt. Das letzte Mal war, glaube ich, letzte Woche Mittwoch, ne? War nicht möglich. Ich hatte irgendwie nie Bock alleine irgendwie, weil in letzter Zeit habe ich wieder so einen da. Nee, ich stresse das irgendwie alles um mich herum. Wenn alle um dich rum stressen, dann stresst dich das natürlich auch. Ja, genau. Und dann, sobald man mich stresst, habe ich keinen Bock mehr. Da kann man machen, was man will. Ich habe dann einfach keine Lust mehr. Ich meine, du sagst das zu dem Typen, der angeblich noch nie Stress hatte. Also, ja, kenne ich. Ich habe keinen Stress. Ich nehme keinen Stress an, ja. Ich bin jetzt Level 25. Ich habe eine Fortune-Spitzhacke. Stimmt, ich wollte mal mein Dias-Schwert auf Level 30 verzaubern. Aber ich wollte auch noch ein paar Dias sammeln, weil ich habe keine Dias mehr. Ich glaube, Froschi hat mir alle meine Dias geklaut. Nee, brauchst du welche? Hab ich mir nicht sowieso welche geborgt von? Nee, ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, ich gehe einfach mal ein bisschen. Dias können wir sowieso brauchen, ja? Weil aktuell haben wir nur genug Dias für eine Rüstung. Das fehlen sicher nochmal ein halber Stapel mindestens. Warum willst du Dia-Rüstung machen? Nur für den Fall. Ach, du meinst in so einer Art, Ja, falls doch jemand mal beschließt, wir machen den fucking Boss, dann brauchen wir Dia-Rüstung. Ich kann überlegen, brauche ich eher Cobblestone oder eher Smoothstone? Kommt aber, was du machen willst. Na, nichts. Einfach nur so, was ist, ich glaube, ich habe mehr Smoothstone als Cobblestone, also. Ich meine, wenn du eine Silk Touch nimmst, dann hast du ja Smooth und dann kannst du was bauen, ne? Stone Bricks und so. Ja. Ich sollte eigentlich jetzt mit einer Silk Touch abbauen, weil ich habe nämlich festgestellt, mit dem fetten Berg da, wo ich drin wohne, ne? Ja. Und der lange Weg, der da ist, ja, ich kann einfach den langen Weg ein bisschen ausbauen und dann mittendrin eine fucking Zwergenfestung hinbauen, ja, wie ich schon seit 1000 Jahren sag. Nee, dann sammle ich gleich für dich gleich mal ein paar mit. Da gehst du gleich mit der Silk Touch runter. Ja, ja. Dann bist du schon am Merken, ich sie. Ich sie, ja. Deutsch, Englisch. Oh, Eisen.
Ach ja, ich weiß nicht, heute ist bei mir einfach nur stressig in letzter Zeit. Ich habe keinen Bock, ich würde mich am liebsten den ganzen Tag nur auf der Couch sitzen, ein bisschen Hollow Knight zocken. Also besser gesagt, ich spiele ja gerade ein bisschen offscreen Hollow Knight, auf dem Prinzip her. Bei dem Spiel gibt es ja eine bestimmte Währung, wo du dir dann eben halt Talismane kaufen kannst. Und du kannst bloß bestimmt viele ausrüsten und so weiter, aber ich habe irgendwie so einen Sammelzwang, deswegen renne ich immer durch das Level, weil die Gegner, die kommen ja sofort wieder, sobald du den Stream verlässt und wieder drin, yes. So Oldstyle. Ja, genau. Und dann bin ich dann eben halt immer so an diesen, ich laufe immer so eine bestimmte Runde. Ja, ganz gut fahren scheinbar. Ja, genau. Problem ist, die verlieren plus zwei, plus zwei von dieser Währung, die Gegner. Oh fuck, warum habe ich das jetzt gemacht? Und, naja, wenn du da einen Gegenstand hast, der ungefähr so 2000 kostet, dann ist das schon ein bisschen happig, ne? Olli, ja, Olli, baust du gerade das Redstone wieder hin, damit du es normal abbauen kannst? Ja. Hast du normal abgebaut? Wieso baust du nicht einfach alles mit Silk Touch ab und hast mehr Inventarplatz? Braucht weniger. Brauchen wir Redstone? Ich meine schon. Ich meine, so oder so hast du dann mehr Inventarplatz. Ja, aber ich will ja ein Level haben, Flo. Achso, dann weißt du nicht, wie viele Level du... Okay. Ja, okay. Ah, oh, fuck. Mute Button! Döre! Einmal Hashtag gute Besserung in den Chat. Oh, fuck off. Leute, ich hatte die weltbeste fucking Woche. Olli weiß das alles schon, aber ich erzähle es trotzdem nochmal für Esma und Dave und wenn die Leute, die Minecraft gucken, also Esma und Dave, zum zweiten Mal dann. Es sind drei Leute, die gucken. Oh, so ein. Also mindestens Hashtag drei immer. Manchmal sind es fünf, manchmal weniger, manchmal mehr, aber durchschnittlich drei. Also ich hatte die beste fucking Woche. Ja. Hier Woche vom sagen wir mal, vom 17. weg, das ist der Donnerstag, ja, bis zum, was haben wir jetzt, ich glaube 23. August, das ist, ja, 2017 für die Zukunft, ja. Wunderbarer Zeitraum. Ja, Donnerstag, Ohr geschwollen, ja, zu, ja, nix, rechte so. Schön, ja, haben wir gedacht, super, ja. Arbeit, kaum was mitbekommen, kann nichts hören, super Sache, ja. Freitag heimgeblieben, weil geht nicht, kann nichts hören, wie soll ich denn arbeiten, ja. Hoffen wir, dass es besser wird. Schien besser zu werden, ne? Samstag Geburtstag, ja. Feiern. Es war relativ viel Alkohol involviert, ja. Der kam sogar noch abends auf den TS. Ja, man, nach knapp einem Dreiviertel Liter Wein und wenn ich einen Haufen Bacardi Cola war, ich nochmal online. Hab hier nochmal 4-5 Gläser Bacardi Cola getrunken, ja. Nochmal gezockt ein bisschen. Um 5 Uhr morgens pennen gegangen, natürlich, weil wieso nicht, ja. Überraschenderweise ohne Kopfweh aufgewacht, das wundert mich voll, ja. Mit der Anzahl an Bacardi Cola, die ich getrunken habe, ja. Dass ich das weggesteckt habe, was schon sagen. Ich weiß, ich hatte den Tag danach so einen Effekt gehabt, aber ich glaube, das kam eher wegen den Energy. Das kann gut sein. Ich wache immer einmal auf, ja. Wo ich dann weiß, ob ich Kopfweh habe oder nicht. Aber das erste Mal bin ich immer noch extrem müde. Ja. Einfach weil das normalerweise nach 5 Stunden oder so ist. Und nach 5 Stunden bist du nicht ausgeschlafen. Ja. Vor allem nicht, wenn du noch Alkohol verdaust nebenbei. Schön, Diamanten. Nice. Ja, danke. Und dann brauche ich immer noch mehr Schlaf. Nur bin ich halt aufgewacht dann besagtem Sonntag. Ja. Und das Ohr war halt dann noch ein bisschen mehr zu als vorher. Mal gedacht, toll, es wird wohl nix, ja. Montag, ja, habe ich mal gedacht, gehe ich arbeiten, ja, und gönne mich dann nach der Arbeit zum Arzt, ja, so war die Idee. Dann war ich halt Sonntag hellwach, weil ich nicht pennen konnte, bis um 4 Uhr morgens. 4 Uhr morgens habe ich mir gedacht, oh, schon heiß, ja. Fieber gehabt, ja. Was war's, 37,5 oder so, ein bisschen halt, gerade so, dass du das merkst, da habe ich mir gedacht,
Ja, so gehe ich nicht arbeiten, Alter. Fuck it. zum Arzt gegönnt, ja. Und, da hat man dann... Es ist immer das Coolste, das hatte ich ja schon mal vor, wenn ich 2 Monate oder so, wo du kurz nachdem du da warst, ja. Ich glaube die Woche drauf. Wo mein linkes Ohr schon so hin war. Und dann hat er ja, der Arzt, so ein wunderschönes desinfizierendes Wassermittel, ja. Was er da mit einer fucking Spritze ins Ohr jagt, ja. Super angenehm. Da meine ich kenne das Gefühl, Flo, ich kenne das. Tut nicht weh, aber es ist einfach extrem ungut. Es ist einfach ekelhaft. Aber nachher wird es besser. Es ist ein grauenvolles Gefühl, aber es wird nachher auf jeden Fall besser. Also es ist gute Sache. Aber wach. Meine Mutter, die hat auch schon mal eine Mittelohrentzündung gehabt. Und da haben sie das auch gemacht. Und da hat sie so gesagt, ey, die sprühen da irgendwelches ekelhaftes Zeug so, also so kaltes Zeug ins Ohr. Und dann hörst du, und auf einmal kriegst du nur so einen Knack. Und dann war alles in Ordnung. Also war es bei ihr. Also, bei mir war es ein Gehörgang und da war halt einmal verstopft. Die Mitte, ja. Ja, und dann habe ich halt Antibiotika bekommen, ja, hab mal gegönnt, 4 Tage lang. Heute war der letzte Tag davon. Man, auf Antibiotika kriegt man normalerweise ziemlich Dünnschiss, ja, das ist nicht so nice. Naja, jeder hat's steckt's anders durch. Ich meine, das sind Antibiotika, sie sind gegen Bakterien, nicht wahr? Darm, praktisch nur Bakterien, ne? Jetzt bin ich die letzten 2 Tage praktisch durchgehend dehydriert, ja, weil ich nicht genug trinke, ist irgendwo leicht heiß ist, ja, und das Wasser bei allen Enden rauskommt, ja. Weil einen Schnupfen habe ich auch jetzt bekommen, weil gestern war es fucking 10 Grad kalt den ganzen Scheißtag, im August, ja. Ich will es. Meine Erkältung geholt, jetzt rotze ich auch noch da raus, ja. Ich sag dir, die beste fucking Woche. Ey, 20 bin ich auch, steinalt, Alter. Ist lustig, weil du bist schon über 20, seit ich dich kenne, ne? Und Dave ist sowieso der ist ein bisschen höher, ne? Dave ist ich hab schon wieder vergessen. Ja. Dave hat voll geschrieben, er kriegt schon wieder mehr Cash von seiner Work. Ist schon eine Weile her. Wo er so denkt, das ist nice, hast du noch mehr zu viel. Ne, ist so, ne, warum freut denn doch, wenn man eine Gehaltserhöhung kriegt? Ich meine, es ist immer wieder nice, sicher. Ob immer ist Dave wirklich so ein großer YouTuber ist oder so einer der großen YouTuber in Hilfe ist. Oh, fahr mal, ist Dave ja 100 schreibt da ja, was er meint, ist 100 Millionen, ja, ist so ein Ölbaron. Der denkt sich immer, wenn er uns irgendwas schenkt oder einen 10er donatet, denkt er sich, ja, da kriegst du einen Cent oder so, ja, so eine kleine Münze zu werfen. Wir freuen uns hier voll, er denkt sich so, ja, guck an, wie sich freuen. Das war dann aber ganz schön arschig. Ach was, ich mag die Vorstellung. Apropos großes Geld machen und was ist ich nicht alles noch. Haben wir jetzt was von Dede? Nee. Nein. Gamescom. Hast du mal mitgekriegt, was die ganzen Leute auf der Gamescom... Überhaupt nichts. Nee, hast du überhaupt nichts? Legit null, ich hab überhaupt nichts mitbekommen. Ich hab gestern erfahren, dass die Gamescom war und seitdem nichts gehört. Ja? Nee, die ist doch ja noch. Ja, war, ist, was soll man selber sagen. Ja. Auf jeden Fall, alle, die über 500.000 Abonnenten haben, ne, haben eine Goodie-Bag gekriegt von YouTube. Okay. Mit einer Cappy drinne, mit so einer Markencappy, die ungefähr 20-30 Euro kostet. Dann von Google, jetzt habe ich mich über so einen Kreis gekramt, ey, weil, das Telefon, das Pixel, und dazu dann eben halt noch so eine... Fucking Pixel! Ein fucking Pixel. Und dazu dann eben halt noch ein wie heißt denn der Scheiß? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Okay, nee. Und dazu so eine 3D-Brille, wo du da, was extra auch von Google ist, wo du das Handy rinnen machen kannst und das dann aufziehen kannst aus Stoff und so weiter, weißt du, dass du dann eben halt auch so einen 3D-Effekt hast mit dem Handy. Was auch, und dann nochmal ein Streaming-Pad oder so ähnlich war das. Keine Ahnung, hat auch nochmal einen Wert von 150 Euro gehabt. Stream-Pad, Streaming-Dings, irgendwie was.
Irgendwas für zum Streamen. What the fuck? Ja, also, und dann noch haufenweise Google Play Karten. Mit, wo so 15 Euro und schlupp eine. Nee, und dann eine 25 und eine 100 Euro. Also in so ein Ding waren mehr als 1000 Euro drin, was sie einfach nochmal so den Leuten geschenkt haben. Das fucking Pixel ist fast 1000, Alter. Pixel, wie viel haben sie gesagt in den Stream? 700, 800 Euro? Ja, deswegen, ja. Ich meine, die Amazon-Cards würde ich an ihrer Stelle giveawayen, weil was fange ich mal mit so einer, nicht Amazon, Google Play-Card, was fange ich mal mit sowas an? Naja, hat er ja gemacht. Der hat gesagt, in jedem seiner Streams wird er dann ein oder zwei dann einfach so aufrubbeln, weißt du, und der am schnellsten das Ding eingeben kann, der kriegt sie geschenkt. Nee, und jetzt auch nochmal zu Gamescom. Ah, ich, Creeper. Das, was mich an der Gamescom stresst, ist. Guck mal, Dave hat gewonnen. Ja, habe ich mitbekommen. Dann hat er geschrieben, ich kann bald Rente beantragen. Nice. Nee, was mich an der Gamescom zurzeit stresst, ist nicht das Ding, so wo ich dann sage, ach ja, ich würde auch gerne mal hingehen. Ich werde bestimmt auch irgendwann mal mindestens einmal zur Gamescom gehen, nur mal um wenigstens die Erfahrung zu machen. Ne? Aber mich stresst so dieses Ganze, was da jetzt schon wieder ist, weißt du, du brauchst bloß mal kurz irgendwie einen deutschen YouTuber angucken, ne? Der ist auf jeden Fall auf der Gamescom. Vermutlich, ja. Schön, Kinder, dass ihr da draußen schön schreien könnt. Oh, das sind Kinder, hat sich für mich angehört wie ein fucking lauter Vogel. Nee, das sind Kinder. Nee, mich stresst das irgendwie. Ich weiß nicht so, ich jetzt habe ich viele Fackeln gesetzt. Ich verstehe es eben halt nicht, sagen wir es mal so rum. Ich meine, klar, die wollen irgendwo, die haben ja auch Presseausweise, die YouTuber, ne? Die können den ersten Tag hin, wo noch keine Normalos rennen dürfen. Und dann später sind sie noch da, um mit irgendwelchen Leuten eben halt auf die Bühne zu gehen und auf die Stars zu machen und was ist echt nicht noch alles. Wo ich mir so denke, ist die Gamescom nicht eigentlich dafür da? Ach, Kind ist okay. Die Gamescom nicht eigentlich dazu da, um Spiele vorzustellen? Ich meine eigentlich schon, aber die meisten großen Firmen machen das woanders. Bei D3 oder so. Ja, aber da zeigen sie ja die Spiele, die man anzocken kann und so weiter, ja auch noch. Ich meine, ja, aber es ist doch ein ganz natürlicher Ort für einen deutschen YouTuber zu sein, nachdem die meisten da was mit Spielen zu tun haben. Mal abgesehen davon, dass es die größte deutsche Convention ist und die meisten auf keine anderen gehen. Ich find's trotzdem irgendwo nervig. Also ich meine, wenn sie es normal machen würden, klar, gerne. Also wirklich normal. Also auf dem Prinzip her, gut, da sind große YouTuber mit dabei, schön und gut, aber die wollen eben halt selber bloß ein paar Spiele angucken. Weil jetzt hörst du einfach nur so dieses, ach ja, dann treffen wir uns vielleicht da und da, ich bin in der und der Halle, könnt ihr mal da und da hinkommen. Die Produzenten hören das und denken sich, oh geil, da können wir mal wieder ein bisschen Geld scheffeln. Dann lässt man den einfach bei uns auf der Bühne auftreten und dann müssen die ganzen Kinder zu uns kommen und ja. Personenkult ist das. Mittlerweile gang und gäbe. Ja klar, aber ich würde schon gern zu Gamescom gehen, aber einfach nur auf dem Prinzip, dass du... Ja, ich war noch auf der Originale in Leipzig. Ja, Leipzig. Das war noch cool. Ja, da wollte ich auch immer hin. Aber wo die noch in Leipzig war, war ich noch zu jung. Dann, wo ich nicht zu jung war, hatte ich genug Stress mit Arbeit und Freundin und so weiter. Und dann ist die Gamescom nach Köln gezogen. RIP. Ja, das ist heutzutage so. Conventions sind dafür da, dass sich Leute treffen. Und blöderweise haben wir ja, oder was ist blöderweise? Coolerweise, ja. Hat sich das Internet ja so entwickelt, dass die berühmten Leute heutzutage irgendwo im Internet rauskommen, ja. Und ja. Nicht von bestimmten Leuten herausgesehen werden, an was nicht irgendeinem Talent oder puren Zufall, ja, sondern jetzt müssen sie irgendwer sein, der irgendwas tun, um berühmt zu werden. Irgendwas tun, ja, irgendwas, was die Leute mögen. Ich hol mir gleich mal. Nur das führt halt genau zu sowas. Wenn jedermann irgendwo berühmt werden kann, dann heißt das auch, dass jedermann irgendwo Leute treffen sollte.
Und was immer, jeder Mann geht halt nicht auf, weißt du, jeder Mann verwende ich gerade eher so als Allgemeinwort. Hm. Geht dann halt auf so eine Convention, ne? Weil, wo geht's denn sonst hin? Ja, ist ja alles schön und gut, aber sagen wir es mal so, die haben doch auch ihren eigenen Tag noch gekriegt. Die Video Days. Ja. Auf sowas würde ich nicht gehen, das klingt für mich nach Cancer. Ja, Video Days ist ja dann noch schlimmer als die Gamescom, weil bei der Gamescom kommen ja bloß Kinder ab 16 Jahren oder sowas mit ihren Eltern plus drin, glaube ich, war es doch, ne? Boy, keine Ahnung. Also, danke, Kies. Nee, das ist mir zu viel Kies. Auf jeden Fall, das ist... Nee. Einfach nur nee. Nee. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist so, ich habe mir mal ein Video angeguckt von, ich glaube, das war sogar von iBladi oder so, oder von LeFloid, wo er oben, wo da steht, und unten siehst du dann die ganzen Fans, also es waren ja wirklich fanatische Leute, es waren ja nicht irgendwie einfach bloß welche, die sagen, ey, LeFloid, du bist cool, sondern es war wirklich so, diese, ja, genau. Da hat er oben über die Brüstung geschaut, wer ist denn unten? Das, die Kamera oben, unten alle, ja, genau. So, aber dann hast du da nicht irgendwie so Leute gesehen, wo du gesagt hast, ja, geil, weißt du? Sondern es sah eher so aus, als ob da erstmal die Fangemeinde aus dem Kindergarten angetanzt wäre. Kindergartenveranstaltung. Und das war eben halt das, was mich mit so am meisten gestresst hat. So dieses. Und genau das gleiche passiert jetzt auch mit der Gamescom. Und dann habe ich da keine Lust hinzugehen. Und was ist ich, dann zu den neuen Wolfenstein-Spielen machen zu gehen und zu gucken, ob das auch wirklich das Geld wert ist, weil viele sagen, es soll gut werden. Und dann steht da eben halt da drinnen irgendwie, was ist ich, ein Paluten oder ein LeFloid oder was ist ich wer, ne? Und dann gehst du dann da eben halt rein und dann sitzen da erstmal, keine Ahnung, 70 Minderjährige mit ihren Omas oder Müttern, die eben halt nicht in den 18er Spielen reinkommen, warten erstmal übelst lange davor, sprich, du musst dich da durchdrängeln. Und dann, wenn du drinne bist, siehst du dann die ganzen über, also, ja, 18-Jährigen, weißt du, die dann zu den ganzen großen YouTubern hingehen und dann sagen, kann ich mal ein Autogramm haben? Kann ich mal, weißt du, und du willst einfach nur das Spiel spielen. Nein. Meinerseits komplett verständlich, ja. Aber wir haben da einen gewissen Vorteil mittlerweile. Es gibt sich langsam, dass YouTube so alt ist, dass die Leute, die etablierter sind, aka eben so, jetzt sagen wir mal vom deutschen Bereich sowas wie LeFloid, ja, dass einfach die Leute, die das schauen, älter werden und indes durchschnittlich vernünftiger werden. Ich meine, es gibt immer ein paar Durchgeknallte, aber so im Durchschnitt werden die Leute klüger, wenn sie irgendwann mal so die Pubertät überwinden, ja. Oder zumindest nicht so durchgeknallt, kann man das so sagen? Ja, kann man ruhig so sagen. Immer, ich kann das so sagen, weil ich war ziemlich durchgeknallt. Bis vor, ja, weißt du, halbes Jahr. Und ich finde das, glaube ich, dass das Problem etwas entfernen wird, weil die Leute, zu denen, also die zum Beispiel du jetzt gucken würdest, ja? Und zum Beispiel eben welche, die irgendwo mit Minecraft auch groß geworden sind, ja? Das ist jetzt mittlerweile schon eine ganz schöne Zeit her, ja? Und die den Leuten von schon länger folgen, nämlich der größte Teil ihrer Fanbase, ja, die werden jetzt auch irgendwo mal so mein Alter zu entgegenstreiten, ne? Ja. Weil ich habe halt auch YouTube angefangen mit hier LeFloid und iBlali unter den ersten und da irgendwo Apple War war dann noch größer, ja? Apple war, wo ich irgendwo groß. 14, 15 war, ja? Apple war wird immer noch groß sein, aber man hört, ich höre einfach nichts mehr davon, ja. Von der Floyd und iBlali kriegen noch was mit, aber ich meine, jetzt anderes. Apple war, die bleiben auf ihrem Stand von ungefähr 400 bis 500.000 Abonnenten, die werden nicht größer. Die sind irgendwo Nische, ist ja das Feeling. Ja, Manga und Anime-Nische. Deswegen, die sind irgendwo verschwunden, die waren mal irgendwo auf demselben Wachstumsgrad wie iBlali und LeFloid und sind dann irgendwo hängen geblieben. Flo, das ist, also Chan, beziehungsweise allgemein so Apple War Leute, ne? Die findest du sehr viel auf Anime und Manga Conventions. Also da sind sie wirklich noch sehr groß.
Mal klar, innerhalb der eigenen Nische sicher. Aber sie haben halt nicht den Sprung zum Mainstream gemacht, so wie LeFloid. Ja, der stimmt. Jetzt, wenn ich seine Mainstream-linkspolitisch orientierten unter Anführungszeichen News bringen. Manchmal trifft das, manchmal nicht. Ich weiß nicht, er ist Hit or Miss für mich. Ja, ich will heute einfach nur ein bisschen meinen. Oh, guck mal, ich habe Level 30. Ich kann mein Schwert verzaubern gehen. Nee, und was? Nein. Ich Dave will ein Autogramm und Desmond will auch ein Autogramm, das ist größter Fan. Kann ich mal ein Autogramm haben, bitte? Nee, ich zuerst, geh weg. Sag mal so, eine Idee für ein Autogramm hätte ich. Ich müsste es nur mal üben. Da ist ein Penis hin. Nee, ein Dickface. Machst. Nein. Jo. Nee, ich weiß nicht. Autogramm und so weiter. Nee, das. Ich weiß nicht. Stress. Nee, Olli, du machst das ganz einfach so, ja? Du machst das einfach wie die ganzen Verrückten. Du sagst einfach, ich glaube nicht daran, dass Leute meinen Kontext schauen, ja, und dann auf magische Art und Weise stimmt's nicht. Ja. Es stimmt schon aber. Keine Leute mehr deinen Content, ne? Stimmt, aber es schauen wenige. Ja, jetzt, wenige ist nicht keine. Ja, aber ich meine jetzt mal so, ja gut, Esma und Dave, die gucken das und vielleicht mit zwei, drei anderen. Ja, noch. Ja, aber du musst das verleugnen. Du musst einfach die Wahrheit verleugnen, ja, und dann tut's da nichts mehr, ja. Weil dann ist es ja keine Wahrheit mehr für dich, ja. Ganz, ganz modern, ja. Machen viele Leute. Oh, ey, da musste ich mich letztens übelst kaputt lachen. Ich glaube, das war ein Retweet von Esma. Oh. Hab ich sicher gesehen, erzähl mal. Da war irgendwie so eine, die hat geschrieben. Ja, kann man zuhören? Ja, warte, ich. Wie hat sie geschrieben? Andere sehen mich dann so schön, süß, niedlich, nett, weißt du, wunderschönes Mädchen und so weiter. Und ich sehe mich als hässlicher, verdreckter, popcornfressender Elefant, so ungefähr, weißt du. Und ich kam nicht mehr aus dem Lager. Ich habe ihr Profilbild gesehen. Und ich habe mir so gedacht, ja? Ich kann mich erinnern, ich habe auch auf das fucking Profil geklickt, ne? Und dann habe ich mal gedacht, Bitch! Braucht er, ich wollte schon drunter schreiben, da braucht wohl jemand mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit oder was. Aber. Oh! Text für Selbstzweifel, aber aussehen, wie wenn sie keine haben könnte. Ja, genau. Ey. Scheiß Wetter und Wirtschaft. Ich denke mal, das ist nur öfter, wenn ich so. Ich meine, bei Anna habe ich das öfter gesehen, weil die ja weit mehr Depri-Retweets gebracht hat. Aber an und wann, wenn mal einer von Esma kommt, denke ich mal so: Arme Esma, schon wieder Depri. Na, jetzt hat sie ja ihr Handy wieder, jetzt schreibe ich aber täglich mit ihr. Oh, ja, süß. Von dir. Arschloch. Ich darf ja nichts sagen, was Esma angeht und süß sein, weil wird sie wieder gleich verteidigungsmäßig, ja. Ne? Ist ja nicht mal mehr mit dir. So ist er aber nur im Internet, ne? Nur im Internet. Ja, wenn du ihr in WhatsApp schreibst, dass sie süß ist, dann schreibst du mal zurück, oh, danke, du auch. Aha, so ist das. Ja, jetzt plaudere ich hier ein paar Geheimnisse aus, erstmal, was willst du denn tun, hä? Das ist ganz einfach, ja, öffentlich geht da nicht. Man kann auch kein fucking Kompliment öffentlich annehmen, ja, das ist wie wenn jemand sagt, ey, du bist der lustigste Typ, den ich kenne. Wenn du sagst, ja, dann bist du ein Arsch. und das kannst du keine Kommentare. Ich mein, oder du machst es wie ich und sagst dann mal, ja, und denkst dir, ja, ich bin so ein Arsch, mir egal. Erstmal hat mich geblockt. Okay. Nice. Nein, hat sie nicht. Das wäre jetzt aber witzig gewesen. Du kannst nichts dagegen tun. Oh, sie hat mich geblockt. Scheiße. Wieso Esma ist doch so süß, schreibt sie. Sorry, Esma, wollte ich nicht. Triggert. Ich war gerade überlegen, was wolltest du jetzt gleich nochmal? Irgendwas wolltest du doch jetzt. Was war denn das gleich nochmal? Und da gucke ich unten auf meine Level. Ach ja.
ist eine Zahl, die war ganz wichtig, dass ich sie auf 30 krieg. Ja, ich wollte mein Schwert verzaubern. Ich habe jetzt 3 Spitzhacken. Eine mit Fortune 2, eine mit Fortune 3 und eine mit Silk. Wow! Das ist kalt erstmal. Das ist kalt. Wollen wir irgendwas dagegen unternehmen? Du kannst nicht, oder? Da musst jetzt die 600 Sekunden warten. Ich glaube, dass man da irgendwas anderes dagegen tun kann, oder? Erstmal den nochmal getimeoutet. Das addiert sich das. Ne, ich glaube nicht. Ah, oh, fuck, habe ich den auch getimeoutet? Shit. Ich mach Dave gleich zum Mod, dann kann er nicht mal getimeoutet werden. Fuck, dude. Twitch remove timeout, geht das? Kann man mal Google, sag Bescheid. Geht das? Ja, fucking hell. Wow. Wow. Ich fühle mich so verarscht. Ich habe Sweep im Age gekriegt, Flo. Was? Ist das ein Schlagbereich? Ja. Das ist nice. Also sprich, wenn ich jetzt eine Menge drin schlage, dann werden die außenrum auch leicht getroffen. Ich glaube 50% bei der dritten Stufe. Jetzt muss ich Bücher machen und Bücher verzaubern, damit ich Schärfe kriege. Erstmal suche ich weiter nach Diamanten. Dave, ich glaube, du kannst wieder schreiben. Versuch's mal. Bei mir steht gerade, Dave Noob is no longer timed out. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert hat, aber. Versuch ist es wert, I guess. Beim Dave schenkt dir auch noch was und du timeoutest ihn einfach. Ja, ich wollte ihn end-timeouten. Ich hätte gedacht, da kommt vielleicht ein kleines Fenster, wo man eine Zeit auswählen kann, aber nee, instant für 10 Minuten, Alter. Ein fucking Bullshit ist das, Alter. Ich glaube, das ist ja noch auch hier. Ah, ne, kann schon wieder schreiben. Ah, gut. Okay, also slash unban war das dann, ja, Uli, wenn du wissen willst. Oh, slash okay. Unban, ja, und dann der Name. Ah, guck mal, unban. Genau rechtzeitig für den neuen Raubzug. Wir müssen irgendwann mal ein paar mehr Mods hier draufziehen. Warte mal kurz. F11. So. Wo jetzt? Auf den Server. Einfach mal so ab und zu mal so einen kleinen Mod. Was man noch so machen könnte, wenn dir irgendwas einfällt, was Schönes, Kleines. Wie habe ich denn? 87. Gut, okay. Na, wir könnten doch, wenn dann für die 1.12 noch mehr Mods rauskommen, so kleinere. Nee, nicht, dass du jetzt auf einmal anfängst hier mit Lagersystem und so den ganzen Scheiß, ne? Nee, kleinere Mods. Kannst du den Gedanken kurz halten oder mal drüber nachdenken? Mache. Ich habe ja gesagt, die Mutter kommt irgendwann um das. Ja, mache. Ich bin gleich wieder da. Dann mache ich mir gerade jetzt hier rein, dann verpisst sich der Typ, Alter. Das kann ja nicht wahr sein. Ja, Flo, ich habe hier doch 5 Minuten, jetzt geh weg. Okay. Ups, falsches Fenster vergrößert. Das sind wir da wieder. War ich hier stehen geblieben? Na, nicht mit der. Komm, jetzt Roger weg schon, kann ich nicht mehr sagen. Erstmal, du kannst mir mal erklären, warum ihr Frauen eigentlich so seid. So dieses. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so dieses.
Ach so. Ah, jetzt will ich, warum ich falsch gebuddelt habe. Dieses, ja, ich fühle mich voll hässlich und so weiter. Und dann guckst du immer aufs Profilbild und dann weißt du, wie sie am besten mit irgendwelchen Filtern sich hübsch aussehen lassen kann. Ich verstehe das nicht. Ach Mensch. Wie? Ihr Frauen halt, ihr seid alle so komisch. Ich verstehe euch nicht. Ich glaube, ich auch so ein Grund, warum ich noch alleine bin. Sie weiß es auch nicht. Das ist cool. Oh, ein bisschen Lapis Lazuli. Gibt auch Erfahrung. Und Rattestone. Bis wir nicht gleich schon wieder Level 30 sind? Ja. Ja, dauert noch ein bisschen. Machen wir uns nochmal ein Diamantschwert. Vielleicht kriege ich da ein besseres. Halt einfach so, oh ja, jetzt fängt er an mit Bohren, finde ich sehr schön. Das müsste jetzt ertragen. Also, das ist jetzt so. Ich werde die nächsten Tage wahrscheinlich nicht zum Stream, vielleicht zum Aufnehmen, aber auch nicht zum Stream kommen. Was du versuch mal, Better Twitch TV ist ein saugeiles Addon für Mods und Kanalbetreiber. Better Twitch, das war doch irgendwie, was für ein Twitch. Warum jetzt? Nee, es muss man ertragen. Ja, das muss man gerade einfach ertragen. Das ist jetzt hier im Hintergrund. Ich kann dagegen leider nichts mehr tun. Müsste aber auch schon wieder bald vorbei sein. Dias! Mehr nicht? Aha. Ups. Wir kriegen nämlich neue Badmöbel. Weil unser Vermieter gedacht hat, so, jetzt werden sie bestimmt eine Heizung in ihrem Badezimmer gebrauchen. Und deswegen habt ihr jetzt weniger Platz in euren Bädern, deswegen braucht ihr dann neue Badmöbel. Okay. Warum bohrt dann bei dir, wenn du dann noch kein Internet hast? Na, die Wohnung liegt ungefähr jetzt Luftlinie 10 Meter hinter mir. Ich werde es nicht verstehen. Hä? Hi Flo, wird er da? Hallo. Ja, ich bin gerade wieder angekommen. Ja, bei mir bohrt mein Vater gerade. Damit muss man jetzt zurechtkommen, weil ich kann nichts dagegen tun. Ich mach gerade Oh Gott, ich stehe mitten im Dunkeln in der fucking Welt hier. Ich bin unter Tage, wenn ich mich auslocken soll, muss ich sagen. Aha, er muss zurückgehen dafür, nicht wahr? Ich weiß es nicht, ich weiß ja nicht, wo du gerade bist. Jo, ich lieg, wenn du kurz könntest, das wäre voll nice. Na klar. Danke. Tag, oder? Ja. Gut. Und worüber habt ihr denn geredet, so schön? Ach, ich habe erstmal nochmal gefragt, warum die Frauen so sind. Das Thema, was ich ja vorhin gesagt habe, hier wegen der Alten da, mit diesen, ich sehe so scheiße aus. Und dann guckst du aufs Profilbild und denkst dir so, nee. Selbstzweifel, das haben aber Männer auch, aber nur im Teenageralter meistens. Das hat zum größten Teil was mit den Hormonen zu tun, ja. Wenn man sich entwickelt, ja, in der Pubertät, ja.
dann wären alle komplett bescheuert im Kopf. Ja, das stimmt. Das ist ein Fakt, ja, das ist einfach so, ja. Manche Leute gibt's, die trifft das nicht so hart, ja. Mhm. Das sind dann die, die irgendwo irgendwas erreichen schon in ihren Teenage-Jahren, aber die meisten Leute, das ist nix. Du meinst schon die 12-Jährigen, die denken, die haben schon eine 30-Jährige verhehlt? Nee, die sind noch Kinder. Das sind nicht mal Teenager, ja, Leute, die sowas behaupten, das sind Kinder. In den meisten Fällen. Okay. Nee, aber ja. Man bildet sich immer ein, dass alles so wichtig ist, wenn man so 12, 13, 14, 15, 16 ist, ja. Weil je nachdem, Frauen eher von 12 bis 16, ja, Männer eher von, wenn ich 14 bis 20, ehrlich gesagt. Okay, der schöne Spruch. Männer werden plus 7 und danach wachsen sie nur noch. Mhm. Nee, aber man ist halt in dem Alter etwas sehr selbstzentriert, ja, und man vergleicht sich halt gern mit anderen und dann noch dazu, ist meistens, fehlen einem irgendwo ein bisschen die Glückshormone, das heißt, Depressionen verbreitet sich ziemlich leicht, ja. Und, ja, das ist ja normal. Ja, das ist so eine Sache, nicht wahr? Heutzutage ist normal, die Kinder wissen nicht mal wohin mit ihr und das Einzige, was sie haben, sind ihre Social Networks und... Mann, was heißt heutzutage? Naja. Es waren schon immer alle Jugendlichen depressiv, das ist... ja, aber heutzutage waren früher ist... waren sie halt dann so... es war noch zu meiner Zeit sogar noch relativ, wo dann eigentlich die letzten waren die Emos, diese Bewegungen aufkommen, ja. Ja, ja. Wo halt vorher die Punks und die Goths und so, was halt je nach Jahresgang, ja, wie sie sich halt auslassen, ja. Ich weiß nicht, gibt's irgendwo heutzutage nicht so wirklich. Heutzutage blasten sie einfach hier ein Shit ins Internet, ja. Ne, deswegen, ja. Ja, aber es ist normal. Alle haben irgendwo leichte Probleme mit ihrem Hirn, ja. In der Entwicklung. Und normalerweise legt sie sich. Wenn sie sich nicht legt, kann ich nur eine Therapie empfehlen. Das ist immer ganz gut, ja. Kann ich auch. Ja, meine Therapie hat ja scheinbar zumindest was bewirkt, ja. Naja, ich weiß jetzt, wie du persönlich bist. Oh, ich meine. Ich komme auch nur wieder zu dir, weil ihr einen Pool habt, nicht wegen dir. Fick dich. Mein Pool. Oh, Flo, aber dann müssen wir dann wirklich das nächste Mal ein paar Mädels aufreißen, ey. Wenn du einen Pool hast. Anna! Ja? Scheiß auf Mädels mit meinem Pool aufreißen. Wir haben ja aber nur allgemein mal irgendwo dann in der Disco fahren oder so ein Shit, ja. Das wollten wir das letzte Mal auch schon machen. Und dann waren wir dann bei deinem Stadtfest und dann habe ich gedacht, cool, dann habe ich besoffen. Das war keine Disco. Da waren wir nicht lange auf dem Fest, aber das war auch nicht so ein gutes Fest, ehrlich gesagt. Ja, das musst du zugeben. Ja, da kann man doch, wenn du eine Woche da bist, hast du ein Auto mit, ja? Und dann bis dorthin zwingst du mich zum Führerschein machen. Ja? Und dann fährst du an dem einen Tag, fährst du und ich besauf mich und dann fahr ich und du besäufst dich. Ja. Leben einfach. Ja. Vielleicht fährt mal jemand anderer auch. Mal gucken. Können wir uns beide besaufen. Wer weiß. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich stürze nicht, wenn ich was trinke. Ich meine, wir können auch mit dem fucking Zug fahren, ja. Nein, ich meinte wegen Autofahren mäßig. Ich meine ja, aber halt nicht besaufen, nicht wahr? Nee. Das schaffe ich eh nie. Sonst fahre ich nicht mehr mit dir, ja? Flo, das schaffe ich eh nie. Was? Nee, so richtig besoffen. Also ich krieg noch alles mit. Ich weiß noch alles, wo ich bei mein, dir war. Ich meine, alles wissen tue ich auch immer, ja? Ich meine, wo du bei mir warst, so viel haben wir nicht getrunken. Das war ja der Peanuts, Alter. Ja, das stimmt. Ich meine, richtig besoffen war ich jetzt in den letzten Monaten viermal ungefähr, glaube ich, seitdem du wieder weg bist, ja. Mhm. Ich glaube, ich war jedes Mal noch am Teamspeak oder am Discord. Abends auf jeden Fall. Es feiert sich einfach zu hart, ja. Mhm. Nur wenn ich betrunken bin, ja, dann fehlt halt da 1 bis 1,5 Flaschen Weißwein normalerweise oder jetzt wie bei meinem Geburtstag fehlt halt so eine halbe Flasche Bacardi, glaube ich, insgesamt. Und, ja. War eine Menge, ich habe 160 Kilo. Ja, ich habe ein bisschen zugelegt wieder, lass mich. Ich habe doch auch zugelegt, von daher. Ja, in letzter Zeit wieder zugelegt. Ich war ja auf 150 kurz runter.
das war schnell wieder erledigt. Nee, bei mir lag es ja teilweise mit an den Tabletten. An der Bewegung auch mit, klar, aber auch teilweise mit an den Tabletten, weil die waren appetitfördernd. Deswegen habe ich sie auch wieder abgesetzt. Weil, was nützt mir das eben halt, wenn das ein Problem wegmacht und dafür ein anderes dann eben halt verursacht? Kommt dann mal auf die Schwere der Probleme drauf an. Naja, es wird nach einer Zeit wirklich ziemlich schwer, Flo. Mal du wirst schwer. Ja, das ist ja dann das schwere Problem. Hashtag Poolparty bei Frosch. Also es ist nicht so ein großer Pool, ja, wir kriegen da vielleicht 5 Leute auf einmal rein, ne? Na, passt alles doch. Mehr wäre dann unangenehm. Dave, ich, du und deine Schwester. Nee, sag mal Danny. Na, Danny, genau.